Mein Name ist Frank. Ich bin Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Heute geht es um das Thema Sucht und Drogen und Abhängigkeit. Wie kann man ins Gespräch kommen? Im Vordergrund steht, wie bei jedem anderen Patienten, das Interesse für die Person. Die Frage nach der Lebenssituation, nach Lebensumständen, ich frage nach Interessen, ich frage nach Stärken, nach Freunden, der Familie, der Schule, dem Beruf. Dann kommt die Frage nach Genussmitteln, Kaffee, Tee, Wein, Zigaretten, Alkohol. Da muss ich nach Konsummustern fragen. Wie viel, wann, in welcher Situation? Bei der Frage nach dem Konsum geht es auch darum, unter welchen Umständen im Freundeskreis, in Geselligkeiten. Und als nächstes muss ich Fragen nach Abhängigkeit stellen, nach einer Zunahme der Dosis, nach der Frage, wann die erste Dosis fällig ist, am Morgen zum Beispiel, weil es da Entzugserscheinungen gibt, und nach sozialen Kontakten und der Möglichkeit der Einengung von sozialen Kontakten oder auch nach Problemen, die sich aus dem Suchtmittelkonsum ergeben, wie Arbeitsplatzverlusten, Führerscheinverlusten. Die Frage nach dem Führerschein ist eine für Jugendliche ganz wichtige Frage. Wenn eine Suchtproblematik besteht, dann wäre ein nächster Schritt, nach Zielen und Wünschen und Perspektiven im Leben zu fragen. Gibt es Wünsche? Gibt es Träume? Gibt es Zielvorstellungen? Gibt es etwas, was ich erreichen will in meinem Leben? Und ich habe heute einen Gesprächspartner, einen Experten. Wir reden heute über Drogenfragen. Hallo, Pascal. Ja. Vielen Dank, dass Sie da sind und gekommen sind und von Ihren Erfahrungen erzählen. Ich greife mal Ihre Frage auf. Wie geht es Ihnen jetzt? Jetzt geht es mir sehr gut. Ja. Was treiben Sie so? Derzeit bin ich leider außer Gefecht gesetzt, denn ich habe 2 Knieoperationen hinter mir. Und die nächste wartet leider auch schon. Ja, aber eigentlich arbeite ich als Verkäufer und nebenbei, das Schreiben natürlich ist eins zu meinen größten Wünschen geworden, das nächste Buch natürlich zu schreiben, da arbeite ich auch gerade dran. Und generell geht es mir sehr, sehr gut. Es gab ja andere Zeiten, ja, wo es nicht so gut ging. Richtig. Ja. Aber vielleicht nochmal das Buchschreiben, wie sind Sie zum Buchschreiben gekommen? Ich habe schon immer gerne geschrieben, auch schon in meiner Jugendzeit in der Grundschule, Hauptschule. Sie haben gesagt, Sie haben in 4 Wochen das Buch geschrieben. Ja. Das hatte über 100 Seiten. Richtig. Wie lange sind Sie jeden Tag dran gesessen? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag, also manchmal 10, 12 Stunden. Manchmal auch. Ich muss sagen, die Motivation ist nicht immer da. Ja. Also nicht täglich. Ja, deswegen frage ich Sie, das weiß ich ja. Halt. Genau, die ist nicht täglich da. Da habe ich auch manchmal einen Tag gar nichts geschrieben. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt musst du aber schon wieder schreiben, ansonsten wird es nicht fertig. Und das war eigentlich die Motivation,
unbedingt auf diese Messe gehen zu wollen, damit ich es fertig schreibe. Also das war der letzte Rest so gesehen. Ja. Also Eigenmotivation, Freundin und ein Termin mit Messe. Genau. Mhm. Richtig. Gut. Was sind noch Interessen? Weitere Interessen. Ich verbringe natürlich so viel Zeit mit meiner Familie, wie es geht. Ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, meine Familie zu besuchen und oft zu sehen. Mhm. Selbstverständlich das, was jeder Jugendliche bzw. angehende Erwachsene tut, ich treffe mich mit Freunden, das sind auch sehr große Interessen von mir. Mhm. Und so verbringe ich meinen Tag. Gut. Ich stelle Ihnen mal die schwierigste Frage, die ein Psychiater stellt. Die schwierigste Frage heißt, was können Sie gut? Was ich gut kann? Ja. Das ist eine gute Frage. Darauf weiß ich leider keine Antwort. Das kann nicht sein. Ich kann gut schreiben. Also gut. Ich sage immer drei Punkte. Ja. Also gut schreiben, auf jeden Fall. Der Beleg ist da hier, da ist das Buch. Ja. Gut schreiben, was können Sie noch gut? Ich kann sehr gut mit Menschen artikulieren. Ja. Ich meine, sehr gut mit Menschen umgehen. Ja. Ja. Ansonsten noch ein weiterer Punkt. Fällt mir jetzt wirklich keiner mehr ein. Ach, schauen Sie doch nochmal, überlegen Sie. Ich bin nicht so bescheiden, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, das ist die schwierigste Frage. Ja, richtig, richtig. Ja. Ja, versuchen Sie es mal. Was ich noch gut schreiben kann. Mit Menschen? Mir fällt echt nichts ein. Entschuldigung, aber das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Wirklich, das ist vielleicht im Moment fällt mir nichts ein. Wenn ich länger darüber nachdenken würde, eventuell. Aber jetzt spontan? Na, wir haben ein bisschen Zeit. ich bin wirklich, also mir fällt wirklich nichts ein im Moment. Vielleicht, weil Sie sich selber zu schwierig machen. Ich habe in Ihrem Buch mindestens 5 verschiedene Fähigkeiten gefunden, die Sie beschreiben. Mindestens, wenn nicht mehr. Was Sie alles können. Okay, ich weiß das nicht. Gut. Angefangen, wie Sie als Schüler sich Zigaretten besorgt haben. Ja. Über Ihr Organisationstalent. Das hält sich in Grenzen. Über Ihre Fähigkeit, Ihrer Umgebung Geschichten zu erzählen und sie glaubhaft wirken zu lassen. Wo Sie sagen, das stimmt ja. Na klar, stimmt es. Ja, steht wunderbar im Buch drin. Ja. Ist doch eine Fähigkeit. Natürlich, will ich heute das Buch auch noch mal lesen. Und da kommt ja noch eine schwierige Frage, ich stelle sie mal. Und zwar, was sind so Eigenschaften von Ihnen als Mensch, die Sie oder andere bei gut finden? Das ist noch eine schwierige Frage. Dass ich sehr, sehr optimistisch eingestellt bin. Ja. Das auf jeden Fall. Mein Durchsetzungsvermögen. Und die Fähigkeit, egal wie schlecht es in der Umgebung ist oder gerade in meinem Leben immer wieder aufzustehen, das sind auf jeden Fall gut. Das schätzen sehr viele Leute. Ja. Und Sie selber? Ich selber sowieso. Gut, also das ging jetzt leichter. Das ging leichter, ja. Sehr schön. Ich glaube, dann können wir über die Karriere reden. Sie haben ja alles durchprobiert, so ziemlich alles, was es gibt. Richtig. Ja. Und Sie haben ganz früh mit Zigaretten angefangen. Wie alt waren Sie da? Das erste Mal, als ich geraucht habe, war ich 9 Jahre alt. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen? Mein damals bester Freund, dem sein Bruder, dem sein Ältester, der hat schon geraucht. Mhm. Und wir waren meistens, wie gesagt, ich war 9 Jahre alt, mein bester Freund war damals erst 8.
Und die waren natürlich schon 14, 15. Und da haben die gerade mit den Zigaretten angefangen und wir hatten jeden Tag mit denen was zu tun. Und naja, so haben wir dann auch angefangen. Sie haben beschrieben, dass Sie sich immer für alles Neue interessiert haben und alles ausprobiert haben. Richtig. Was für mich interessant war, vor allem was verboten war, ja. Das war für mich gerade interessant. Die Zigaretten brauchen Sie heute noch? Haben Sie heute noch? Die brauche ich heute noch. Ja. Wie lange halten Sie es aus ohne oder wann brauchen Sie mal die nächste? Das kommt ganz darauf an. Also wenn ich gerade zu Hause bin und an meinem neuen Buch schreibe, brauche ich in der Stunde schon manchmal 4-5 Zigaretten. Und ansonsten, wenn ich arbeiten gehe, dann halte ich es auch 3 oder 4 Stunden ohne Zigarette aus. Also es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Und wann fangen Sie an morgens? Wann rauchen Sie die erste Zigarette? Sofort nach dem Aufstehen. Ja. Kaffee und Zigarette. Nichts essen natürlich. Nichts essen? Nein, das ist so gesehen mein Frühstück. Ja. Und wenn es Ihnen schlecht geht, dann rauchen Sie weiter? Ja. Also schon die... Schlecht inwiefern? Na, wenn Sie Husten haben, Erkältung haben? Wenn es mir wirklich schlecht geht, rauche ich nicht. Aber ansonsten rauche ich immer. Also das sind ja schon die 2 Suchtmerkmale. Früh die erste nach dem Aufstehen und ich rauche, wenn es mir schlecht geht. Genau. Ja. Doch, die Zigaretten sind auf jeden Fall ein starkes Sucht. Wann sind Sie mit Alkohol eingestiegen? Also ich glaube, da muss man weiterfragen, wann waren Sie so das erste Mal betrunken? Mit 16. Mit 16? Ja. Das war aber dann eigentlich relativ spät. Ja, also der Alkohol war bei mir sehr spät. Auch mit den Drogen war das eigentlich relativ spät, das war auch erst mit 16. Ja, doch, weil davor habe ich immer Nein gesagt. Darf ich nur fragen, ja, wann, Sie haben gesagt mit 16, was war das für eine Lebenssituation? Meine Eltern haben sich gerade geschieden. Also scheiden lassen. Ja. Und natürlich, wir als Kinder bekommen das auch mit. Und ich stand da genau in der Mitte von meinem Vater und von meiner Mutter. Genau in der Mitte stand ich. Und das war eine sehr schwere Zeit, auf jeden Fall. Mit der Trennung, mit der neuen Wohnungssuche. Auf jeden Fall. Könnte man sagen, dass Ihnen da nicht gut gegangen ist in der Zeit? Da ist es mir nicht gut gegangen. Aber ich habe es natürlich niemandem gesagt. Also ich habe damals doch alles in mich reingefressen und mit niemandem darüber geredet. Und ich glaube auch, das war auch ein Fehler, ein bisschen zumindest. Nicht darüber Fehler, zu reden. Ich meine, das war schon auch, glaube ich, also die Suche nach dem Glück. Genau. Nach guten Gefühlen. Richtig. Und die guten Gefühle hatte ich mit den Drogen. Dann ging es mir wieder gut. Und musste natürlich nicht an das andere denken. Was haben Sie in der Zeit so schulisch gemacht? In der Schule war ich eigentlich ziemlich gut. Ja? Ja, ich habe natürlich nichts getan in der Schule, habe nicht gelernt, keine Hausaufgaben gemacht, aber ich war trotzdem gut in der Schule. Also ich hätte es auf jeden Fall locker schaffen können, die mittlere Reife. Aber das war mir auch egal. Ja. Das Ziel, Sie hatten ein Ziel vor Augen, aber das andere war, glaube ich, ist im Vordergrund gestanden. Richtig, genau. Mein Ziel war es eigentlich schon, meine mittlere Reife zu machen. Eine Ausbildung anzufangen. Damals wollte ich Bauzeichner unbedingt werden. Und das habe ich durch den Konsum von Marihuana also komplett neben mir liegen lassen. Aber ich glaube, der Alkohol ist immer mitgelaufen. Der ist immer mitgelaufen. Und wie viel haben Sie da vertragen? In guten Zeiten? In guten Zeiten? Ja. Also ich kann ohne weiteres eine Flasche Jägermeister trinken. Das war also 0,7 Flasche Jägermeister. Das ist kein Problem gewesen. Und auch da, was ist das gute Gefühl und was folgt hinterher? Beim Alkohol ist nur das Gefühl da, man fühlt sich stärker, man ist jemand. Ja. Aber der Tag danach, der ist immer schrecklich nach dem Alkohol. Also der gefällt mir gar nicht. Man weiß es aber dann irgendwann, dass das so ist. Ja, richtig, man weiß es, aber man tut es trotzdem. Also das schreckt nicht davor ab. Ich glaube, das, was Sie immer wieder beschreiben, heißt, für diesen Moment des guten Gefühls oder diese Zeitspanne guten Gefühls, da nehme ich einiges in Kauf. Genau. Ja, ja, das kann ich, das hat mich sehr beeindruckt, das so von Ihnen zu hören. Und die schwierige Frage heißt, es kann nie was Besseres nachkommen als dieses tolle Gefühl. Ich denke nicht.
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das das beste Gefühl ist. Ja. Es macht schwierig. Es kommt nichts Besseres in Ihrem Leben. Doch, Besseres schon. Ja? Doch. Es ist ja ein Unterschied zwischen diesem Gefühl und glücklich sein. Ich war zwar nicht glücklich, aber ich hatte dieses Gefühl. Aha. Und ich denke mal, wenn ich glücklich bin, und das bin ich im Moment, komme ich auf jeden Fall an dieses Gefühl heran. Ja, ist es so? Ja, doch. Ich finde, Sie haben in Ihrem Buch unglaublich viel über Gefühle geschrieben. Unglaublich viel, ja. Sie haben dieses Gefühl des beim Spritzen bei der Nadel beschrieben und auch das, was danach kommt, was dann unglaublich elend klang. Ja, wo Sie dann noch rumliegen und abmagern und wo Sie angesprochen wurden, wie Sie aussehen. Von meinen Freunden, ja. Von meinen Freunden. Also ich hatte gar nichts mehr mit meinen wirklichen Freunden zu tun, sondern nur mit dem einen Mann, mit dem ich das genommen habe. Und meine Freunde, die waren schockiert, als sie mich dann gesehen haben, nach 2-3 Monaten. Also die wollten auch nichts mit mir zu tun haben, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht noch eins, und zwar, hatten Sie denn mal die Sorge, dass Sie, oder war das mal ein Thema, dass Sie an den Drogen sterben? Der goldene Schuss oder sowas? War ein Thema. Waren Sie nahe dran? Ich war nah dran. Sehr nah. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach nicht getraut. Das ist ja, wäre ja schon naheliegend, dieses tolle Gefühl, ja, und dann nichts mehr. Ja, doch, aber nicht das tolle Gefühl und nichts mehr. Aber natürlich hätte es sein können, dass irgendwann mein Körper so sagt, es geht nicht mehr und ich würde sterben, natürlich. Aber ich hatte es nicht bewusst gemacht. Bewusst nicht. Also direkt umbringen wollte ich mich nicht. Und das war der Grund für meinen ersten Entzug mit dem Heroin. Aber vielleicht nochmal, das ist ja eine Kosten-Nutzen-Geschichte. Also dieses Glücksgefühl, das besondere Glücksgefühl, und das Sie hinter sich lassen, ja, das Sie nie wieder erreichen wollen, obwohl es so fantastisch ist, und dann ein Ziel vor Augen und der Weg dahin ist mühsam und der geht nicht ohne Frust ab. Das geht ja nicht zusammen. Es war auch ein Grund mit den Schulden. Ich hatte mich durch das Heroin, also durch den Konsum von Heroin habe ich mich auch schwer verschuldet. Ja. Und das war natürlich auch ein großer Grund dafür, weil ich habe ja auch nicht gearbeitet, ich habe ja nichts gemacht und ich musste mein Leben irgendwie wieder in den Griff bekommen. Und ansonsten, also es ist wirklich schwer zu sagen, aber das war wirklich, der Gedankengang kam mir in der S-Bahn, als ich mit der S-Bahn gefahren bin. Das war die Zeit mit der Bäckerlehre. Ja. Und das kam von heute auf morgen so, jetzt höre ich auf, da bin ich gerade in die Arbeit gefahren, jetzt höre ich auf. Und ab dem nächsten Tag hatte ich den Urlaub und dann... Entzug. Unglaublich. Sie haben ja auch Entzugserfahrungen. Ja. Wie haben Sie das geschafft? Und Sie haben das ja, glaube ich, alleine geschafft. Ganz alleine. Es ist unvorstellbar. Also das kann sich niemand vorstellen. Das war wirklich eine Phase in meinem Leben, die diese 2 Wochen und die längsten 2 Wochen in meinem Leben, die härtesten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich da fast aufgegeben. Also es war wirklich sehr, sehr schwer. Vor allem die Entzugserscheinungen, die man dann hat. Was der Körper natürlich braucht, also vielleicht der Verstand nicht, aber der Körper braucht es. Und das lässt er sich auch knallhart spüren. Mit Schmerzen, Wärme, Kälte. Und das geht wirklich über eine Woche konstant. Dass ich wirklich auf dem Boden gekrochen bin, wenn ich zur Toilette wollte. Und wirklich jeder Schritt, jede Bewegung hat wehgetan. Das war doch sehr hart. Ich glaube, das Besondere ist, dass Sie das irgendwie geschafft haben, in ein oder mehr, ich glaube, es müssen mehrere Entzüge gewesen sein, die Sie hatten.
Es geht nicht anders. Es waren mehrere. Es geht nicht anders. Aber dass Sie es ohne Hilfe mit der Hilfe aus Ihrem engsten Umfeld geschafft haben. Und Sie haben am Anfang von Freunden gesprochen. Ja. Und da ist immer die Frage, was sind das für Freunde? Und dann haben Sie ja gesagt, es gab eine Zeit lang, da haben Ihre Freunde, die Sie als Ihre wahren Freunde angesehen haben, Sie eigentlich also haben Ihnen den Rücken zugekehrt. Und wie haben Sie das geschafft, sozusagen aus dieser Szene dann rauszukommen, in der Sie ja bestens verankert waren, ja, und das waren die letztlich ihre wahren Freunde. Damals schon, aber ich hatte immer das Ziel eigentlich vor Augen gehabt, etwas aus mir zu machen. Aha. Etwas Kreatives zu machen, weil ich immer schon kreativ veranlagt war. Mhm. Und das ist mir sehr, sehr spät erst aufgefallen. Und dann habe ich wirklich von heute auf morgen einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, so, nie wieder. Nie wieder. Ich mache was aus meinem Leben. Jetzt haben Sie ein Stück von Ihren Erfahrungen erzählt. Sie haben davon gesprochen, dass Sie das Buch geschrieben haben und es durchgehalten haben, was ich fantastisch finde, dass Sie das zustande gebracht und geleistet haben. Unter welchen Umständen könnten Sie wieder rückfällig werden? Das ist sehr schwierig. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht mehr rückfällig werde. Ja. Jedoch ist es immer schwer zu sagen, weil das Suchtverhalten ist immer da. Es ist immer da. Ja, man steht immer auf einem Drahtseil. Ja. Das ist ganz klar. Und ich könnte jetzt auch nicht direkt sagen, in welcher Situation ich wieder zu den Drogen greifen würde. Das könnte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil das, wie gesagt, es kommt auf die Situation drauf an. Das macht dann, vielleicht setzt mein Gehirn oder setzt mein Verstand auf einmal aus und dann mache ich es wieder. Es wäre möglich. Und das ist auch eine große Angst von mir, muss man sagen. Ja, aber Sie haben doch das mehrfach erlebt, ja, zu sagen, ich will es hinter mich bringen, ich mache es nicht wieder und dann kommt was und dann ist es doch wieder passiert. Und ich glaube schon, dass man irgendwo benennen kann, was Situationen sind, die kritisch sind für Sie. Als ich zum Beispiel arbeitslos war, ja. Das ist ein großer Punkt gewesen, wo ich dann damals wieder zu Drogen gegriffen habe. Also hat es immer irgendetwas gegeben, was ich gegen den Frust brauchte, so gesehen. Ja. Ja. Und das kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Ja, aber Sie haben doch zu Drogen gegriffen in Frustsituationen. Richtig, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Wenn es mir nicht gut ging. Ja. Und Sie haben ja beschrieben, dass es immer Ärger gegeben hat und dann haben es entweder Sie selber hingeschmissen oder sind rausgeflogen. Genau. Ja. Und dann Beziehungsprobleme. Auch ein großer Punkt. Ja. Also das ist eigentlich ganz einfach, dass das die zwei Situationen sind, also die in den Frust bereitet haben, also richtig. Was jedem passieren kann. Genau. Also die Beziehungsprobleme, die waren auch. Mhm. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, die spannende Frage, also Frust kommt immer im Leben. Und wann kommt der nächste Frust und wie können Sie damit umgehen? Wie gesagt, also derzeit geht es mir gut und ich hoffe, der nächste Frust kommt erstmal nicht. Ja, ich wünsche Ihnen auch, es kann kommen, aber ich habe jetzt eine andere Methode. Wenn ich Frust habe, dann spreche ich. Aha. Und da ist eine ganz große Anlaufstelle meine Mama. Ja. Und ich bin auch sehr froh, dass sie da ist und mit mir über alles redet. Und da kann ich den Frust abbauen. Mhm. Und natürlich, anstatt frustriert zu sein, schreibe ich das einfach nieder, was mich frustriert, schreibe ich nieder und da kann ich sehr, sehr viel verarbeiten. Ja. Und da habe ich auch durch das Buch auch sehr viel verarbeitet. Ja. Und das habe ich mir so angeeignet. Also einen wirklichen Frust, dass ich jetzt wieder zu Drogen oder Alkohol greife, ist eigentlich nicht vorhanden. Mhm. Könnte es sein, dass es für Ihre Mama manchmal zu schwierig ist? Ja, für meine Mama ist es sehr schwer. Ja. Gab es mal Überlegungen, ob Sie sich jemand anders suchen? Also aus der Suchthilfe oder Psychotherapie haben Sie sich manchmal schon. Hatten Sie Kontakt mit Ärzten in der Zeit? In der Zeit nicht, nein. Mhm. In der Zeit nicht. Hatte ich keinen Kontakt. Und später? Mit Ärzten. Später schon, als ich dann die Hepatitis bekommen habe, hatte ich dann bei einer inneren Medizin in München, hatte ich dann Kontakt mit einer Ärztin.
Und die wollte natürlich wissen, woher das kommt, die Hepatitis. Ja. Und der habe ich natürlich gesagt, also meinen Lebenslauf so gesehen erzählt. Also die hat mich schon gefragt, welche Drogen ich genommen habe, Alkohol, weil es natürlich die Leber betrifft. Also die hat mich schon gefragt, auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir über ganz viel gesprochen. Fällt Ihnen noch was ein, was Sie noch sagen möchten? Ich würde gerne mein Buch weiter verbreiten natürlich. Ich würde natürlich viel, viel mehr Lesungen machen. Auch nicht nur in München, sondern auch in jeder Stadt von mir aus. Das wäre natürlich eines, was ich sehr gerne machen würde, um den Jugendlichen natürlich zu helfen und zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt. Ja, das wäre auf jeden Fall ein großer Traum von mir. Okay. Und einen Verlag zu finden natürlich. Einen Verlag zu finden. Ja. Gut, vielen Dank. Sehr gerne.